Hier ist nur genug. Oh Gott! Fingerbones, a psychological horror game by David. Fingerbones is intended to be completed in a single shitty sitting, and there's no save function. It is suggested that you set aside about half an hour to complete it. To exit, visit the door you started at. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in dem Horrorspiel Fingerbones. Ein Horrorspiel, was nicht darauf setzt, Jumpscares zu präferieren, sondern eine Atmosphäre aufzubauen, die uns die Fußnägel aufkräuseln wird. Ich bin sehr gespannt, was sich in diesem Spiel verbindet, was sich hier... Ich habe gerade noch eine Mücke getötet. Was sich hier alles so verbirgt. Ich bin sehr gespannt, was geht bei der Mouse-Sensitivity. Halleluja. Durch diese Tür kommen wir also raus. Exit. Dadurch können wir das Spiel abschließen. Das machen wir jetzt am Anfang mal nicht direkt. Ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck von diesem Spiel. Das Spiel verrät gar nichts von sich. Wir kommen einfach in diese Welt hinein und finden zum Beispiel einen Zettel. Es ist mein Wochenende, um Katie abzuholen, aber irgendwie bin ich einfach nicht in der Stimmung. Ich habe sie abgelenkt mit TV und bin hier hingekommen, um zu lesen. Ich konnte mich nicht irgendwie dafür aufbringen zu lesen, deswegen habe ich angefangen zu schreiben. Ich konnte mal wieder nichts schreiben, außer diese ganzen verlorenen Gedanken und Theorien, die in meinem Kopf rumschwirren. Ja, mir die Medizin hat nicht geholfen und die Scheidung jetzt letztens hat auch nicht geholfen. Besonders, weil ich nicht depressiv bin, sondern ich bin... Ja, mir geht ein Licht auf quasi. Das ist das Resultat von zwei Dekaden von der Lehre der... Was soll diese Mücke hier? Das ist der Preis für mein Denken oder das, was ich halt mir angeeignet habe. Also ihr seht, wir gehen jetzt wieder hier einem Spiel näher, was sich gar nicht zu voll nimmt. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich meine Jungfräulichkeit verloren. Ich habe die ganze Zeit unkontrollierbar mich geschüttelt. Ich habe... Genau das, die gleiche Aufregung gestern im Keller gefühlt. Okay. Sehr weird. It appears to be a page from... Sieht aus wie eine Seite von einem Manuskript. Okay, also da geht es um die Moral von Dingen. Also dass zum Beispiel es nicht von Gefühlen gelenkt werden soll, die Moral, sondern von dem Denken. Denn Gefühle sind subjektiv und können sich verändern und das Denken, es bleibt quasi eigentlich. Allein, dass da gerade irgendwas stand mit, dass er seine Jungfräulichkeit verloren hat, hat mich sehr verwirrt, ehrlich gesagt. Denn ihr merkt schon, das Spiel ist sehr zusammenhangslos und wir müssen den Zusammenhang erst finden. Ich weiß nicht, warum ich den Namen meiner Tochter als Versperrcode nehme für meinen Bunker. Aber was auch immer sie glücklich macht, denke ich. She's like a, sie ist wie ihre Mutter. Eine kleine, gebrechliche Version ihrer Mutter. Verdammt sei sie. Okay... Das heißt, wir können hier was öffnen, indem wir den Namen von ihr eingeben. Katie. Gut. Die Frage ist, wo ist jetzt dieser Bunker? Ist das der Bunker? Und wenn ja, wo müssen wir den Code eingeben? Was ist das denn hier überhaupt? Okay. Die Rechenmaschine ist an. Hier ist jetzt was rot geworden. Das sieht aus wie eine Tastatur. Okay, wir können was eingeben. Katie. Das muss wahrscheinlich grün sein, damit sich da hinten was öffnet. Und das ist es jetzt definitiv noch nicht. Well. Oh! Aber wir können anscheinend doch schon reingehen. Also es hat einen Ton gemacht und... Es war rot. Es ist endlich passiert. Die ganze Welt ist in einem Chaos voller Donner und Schreie. Und we'll all... Und wenn die Asche sich legt, dann werden wir alles wieder wilde Tiere sein. Gott, was hat der Typ für Vorstellungen? Ich bin ecstatic, er hat gar keine Worte dafür, was hier gerade passiert. Lynn konnte er nicht erreichen für ein paar Tage und sie ist wahrscheinlich tot. Aber Katie war hier, als alles angefangen hat. Und ich hatte keine Ahnung, was ich mit ihr tun soll. Die ganze Stadt ist quasi tot. Katie und ich sind die einzigen, die noch leben, weil wir zu dem Bunker gerannt sind. Vielleicht ist das, was wir brauchten. Freiheit von allen irrationalen Regeln und irgendwelchen sozialen Werten. Einfach nur das pure Leben. What the fuck? Also das ist gerade mehr als super weird.
Ich habe alles in Boxes, in solche Kartons gepackt, das nicht irgendwie nützlich ist für uns. Ich habe alle Bücher verbrannt, die nicht irgendwie was gelehrt haben, was wir brauchen. Ich möchte diese Boxen oder die Kartons unten in meinem Keller aufbewahren. Aber ich kann sie nicht selber die Treppe runter tun. Ich muss sie jetzt erstmal hier so ein bisschen aufbewahren. Das Blut unten würde sie wahrscheinlich sowieso ruinieren. What the fuck? Oh, hier ist noch ein Zettel. The tool room has been her name for years now. Der Raum für die Dings ist jetzt der Name für sie seit Jahren gewesen. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich dann Lynn eingeben. Okay, es hat wieder einen Ton gemacht. Also ich denke, dass wir jetzt was Neues geöffnet haben. Denn er sagte ja auch schon, dass Lynn jetzt für Monate das Passwort dafür war. Also müsste sich jetzt eigentlich hier auch die eine Tür öffnen lassen. Ich schätze die rechte Tür hier. Ja. Und hier sind seine ganzen Werkzeuge. Und hier ist Blut. Und ich mag das überhaupt nicht. Sie hat sich an Vatertag erinnert und hat mir ein kleines Bild gemalt. Ich verstehe sie einfach nicht. Sie ist genau wie ihre Mutter. Sie möchte einfach ihre Zeit verschwenden, damit Bilder zu malen. Und wir können noch nicht mal irgendwie Essen finden, um irgendwie zu überleben. Ich habe ihre Stifte in Kerzen verwandelt. Und wir brauchen mehr Kerzen, damit der Generator wieder angeht. Also falls der Generator wieder ausgeht, dann brauchen wir mehr Kerzen. Jesus, es gibt Dinge, die wollte ich schon für Jahre lang, wollte ich die schon tun. Es sind Vorstellungen, die ich schon immer in meinem Unterbewusstsein aufgespart habe. Es ist fast ein Jahr her, dass ich diese Frau gesehen habe. Und jetzt realisiere ich, dass es eigentlich gar keinen praktischen Grund mehr gibt, diese ganzen Vorstellungen zurückzuhalten. Hat er seine Frau umgebracht? Also die Mutter von Katie? Gottes Willen, was ist hier denn passiert? Ich habe den Code für den Lagerraum umgeändert. Auf etwas, was ich leicht mich dran erinnere. NNY, the rest of the world is missing. Gott, das ist super krank mit dem Atmen. Es ist jetzt ja nicht der Name Lynn rückwärts, oder? Weil das wäre ja komisch. NNY, weil Lynn, LYNN. Könnte sein. I don't know. Könnte auch nicht sein. Es war das! Nil. NNYL. Das kann er sich auch einfach merken, weil das einfach der Name von ihr rückwärts ist. Oh Gott, ich habe Angst, was sich im Lagerraum befindet. Ich habe wirklich Angst davor. Das wird der Lagerraum sein, schätze ich. Okay. Ich bin einfach nur ein Beutel voll mit DNA und ich bin da, um mehr aus mir zu machen. Ich habe mich verheiratet, ich habe eine Tochter produziert, weil meine Gene wollten Reproduktion. Ich habe Bücher geschrieben und kreiert, weil Kreativität ein Vorteil ist, den zum Beispiel unsere Affenvorfahren nicht hatten. Ich habe diesen Platz hier gebaut. Ich habe Stunden gebraucht, um irgendwelche kleinen Sachen hier reinzubauen. Because built cities and... Weil unsere Vorväter Städte gebaut haben und Societies und, okay, Träume, Liebe, Meinungen, irgendwas, was wir uns wünschen, Schönheit. Das sind alles kleine elektronische Signale, die einfach durch unsere Synapsen fliegen in einem punktuellen Moment, wo wir uns plötzlich so kreativ fühlen, dass wir irgendwas machen wollen. Und sie sollen natürlich auch einen Sinn und Zweck erfüllen. Und jetzt ist es trotzdem alles nur Verwirrung. Jetzt bin ich hier. Der letzte Mann auf Erden und alles, was ich weiß. Ready to be freed from them. Ich bin bereit, um von ihnen befreit zu werden. Gott, haben wir jetzt unten den Keller geöffnet und da ist jetzt irgendwie was drin? Oh shit, no. Okay. Wir haben auf einen Knopf gedrückt, aber der Knopf hat nichts gemacht und ich bin eigentlich recht glücklich darüber. Danke! Danke, dass der Knopf nichts gebracht hat, danke. Das Spiel ist definitiv besser als andere Horrorspiele, die momentan auf dem Markt sind. Einfach aus dem Grund, weil es keine billigen Jumpscares hat, sondern einfach so eine unfassbare Atmosphäre aufbaut. Das ist wirklich atemberaubend, was hier gerade passiert.
Das ist richtig, richtig, richtig gut. Ja, seht mal an. Hier hat sich jetzt nämlich was geöffnet. Und hier ist Blut. Der Keller ist Freiheit. Also ist der Pass, ist das Passwort zum Keller höchstwahrscheinlich Freedom. Wir sind der letzte Mann auf Erden. Wir haben überlebt. Wir haben unsere Kreativität und unsere Wünsche eingebracht in unser Leben. Wir haben alles getan, was wir wollten. Und was befindet sich jetzt im Keller? Warum ist im Keller der Frieden oder eher gesagt die Freiheit? Hier ist nur genug. Oh Gott! Hier ist nur genug Essen für einen von uns. Also wird sie so oder so sterben. Und ich bin frei jetzt! Freiheit! I took the end of all humanity for me to find freedom. Oh Gott, ich hab super Angst. Pussy Mode on, ich hab den Kopfhörer zur Seite gemacht. Oh Gott, hier ist überall Blut. Okay, es sieht so aus, als ob das hier von irgendeinem Tagebuch zerrissen wurde. Sie ist endlich letzte Nacht gestorben. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil sie nichts gegessen hat, weil sie dehydriert ist oder wegen Blutverlust. Ich habe ihren Körper einfach nur in den Wald geschmissen. Ihre Finger, ihre antireligiösen Artefakte, mein Testament für Moral und intellektueller Freiheit sind verschlossen. Oben in den versicherten Treppen. I am content in the knowledge that I haven't done anything wrong. Ich bin mir sicher, dass ich nichts Falsches getan habe. Der Vater wusste nicht, warum er zurückgekommen ist nach all diesen Tagen. Er ist verhungert und er ist hungrig und müde. Er wollte einfach nur den Keller noch ein letztes Mal sehen. Mit einem letzten Flickern. Als die Lampe dann gestorben ist. He was left in pitch dark, he sat down on the cold floor and closed the Kunstel hier. Ich konnte es nicht zu Ende lesen. Das war jetzt voll traurig. Wie doof war das denn jetzt? Ich hoffe, ihr konntet es wenigstens noch zu Ende lesen. Also er wollte einfach nochmal einmal in den Keller gehen, um das hier zu vollenden. Seine Geschichte. Super interessantes Horrorspiel, wirklich. Meiner Meinung nach super cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst mir mal unbedingt ein Däumchen da und einen Kommentar, was ihr von dem Spiel haltet. Das ist natürlich jetzt wieder ein Spiel, wo man viel Theorie und viele Ansatzpunkte für einen Lösungsansatz finden kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, was gerade du davon denkst und du da hinten. Also schreibt mir es doch mal bitte in die Kommentare, weil ich möchte gerne mit euch diskutieren in den Kommentaren. Ein sehr, sehr interessantes Horrorspiel. Ich fand es ziemlich cool. Diese Brille hier habe ich mir übrigens nur gekauft, weil ich die bei dem Exandrius gesehen habe. Ach, das ist nämlich auch ein Let's Player. Und der heißt Exandrius und hat auch so eine Steampunk-Brille. Also falls ihr Exandrius noch nicht kennt, guckt mal bei dem rein. Das ist ein ziemlich cooler Kerl. Ich finde den zumindest ziemlich entspannt und cool drauf. Ich weiß nicht, ob er dieses Video je sehen wird, aber... Hallo Exandrius, falls du das siehst. Du bist cool. Ich mag dich. Und ja, das soll es gewesen sein für Fingerbones. Ich hoffe, ihr habt noch einen traumhaften Tag. Wenn ihr mehr Horror sehen wollt, klickt mal da oben drauf. Ich habe da was verlinkt. Einfach aufs i klicken, dann kommt ihr zu mehr Horrorspielen. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, da unten ist auch ein Abo, dann startet ihr gleich in die Brain Chacho Armee, wo ihr immer alles auf dem neuesten Stand mitbekommt. Das wäre es erstmal für heute. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kaprr.